Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen der wohl besten Adventskalender für euch und zwar geht es um den Parfüm Dreams Adventskalender für Frauen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Naja, ich vermute, dass es einer der besten ist. Denn das war letztes Jahr, also die letzten Jahre allgemein immer so der Fall, ne? Der Parfüm Dreams Adventskalender ist halt immer super geil vom Inhalt her. Wir haben ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben kein Füllmaterial, kein Rampampam und kein Tinnöf hier drin, meine Meinung. Und also bislang gehabt, und ich hoffe, dass es dieses Jahr auch so der Fall ist oder eben nicht der Fall ist, 49,95 kostet der auf parfümdreams.de. Parfüm Dreams ist, glaube ich, eine Schwester. Schwester? Ja? Nein? Eine Tochter von Douglas, denn auch Douglas Adventskalender finden wir auf der parfümdreams.de Homepage. Und parfümdreams, da shoppe ich eher selten, aber die haben dann dementsprechend noch irre lange irgendwelche Produkte, zum Beispiel die Hatice Schmidt Palette damals mit Love zusammen, hatten die Ewigkeiten noch. Also nur mal so als kleiner Pro-Tipp nebendran, zwischendurch, man weiß es nicht. Wir gucken rein, ich bin ein bisschen verwirrt. Das ist das Design, was ich echt schön finde. Dieses Jahr Querformat und nicht Hochformat. Ja, ist okay. Das Hochformat fand ich aber irgendwie imposanter. Trotzdem ist es hübsch. Dieses Produkt in der Nummer 1 ist etwas, was mich irgendwie durch die Adventskalender-Unboxings auch ein bisschen verfolgt. Ne? Das habe ich letztes und dieses Jahr schon öfters in den Händen gehalten. Das ist von Dr. Dennis Groß, Alpha Beta Universal Daily Peel. Das sind so Patches so Sachets. Ne? Drei Treatments haben wir hier drin. Und da hast du zwei verschiedene Sachets nämlich immer mit drin. Auf der einen Seite hast du das Peeling und auf der anderen Seite ein mit Feuchtigkeit getränktes Pad, womit man dann danach nochmal drüber geht, um das Gesicht zu hydratisieren. Und das soll innerhalb von 2 Minuten ein wunderschönes Gesicht geben. Habe ich schon mal verwendet, habe ich schon mal ausprobiert, hat mir jetzt nicht so den Ultra-Kick gegeben, wenn ich das mal so ganz ehrlich sagen darf. Puh, das war ein Kampf. In der Nummer 2 sind 2 Produkte drin. Einmal Moroccan Oil. Ganz tolles Öl ist das. Moroccan Oil Behandlung für alle Haartypen. 10 ml. Das ist halt einfach so ein Öl, was man in die Haarspitzen, Haarlängen reingeben kann und was einfach mit Arganöl die Haare pflegt. Und das ist ganz, ganz klasse, denn auch so im Winter, ne, habe ich öfters mal Frizz. Und dann haben wir noch ein weiteres Produkt und zwar von Laboratories Filorga Age Purify Intense. Das ist ein Double Correction Serum gegen Verfärbungen und Falten mit 7 ml. Also Wahnsinn, dass wir hier schon mal direkt 2 Produkte drin haben, ne? Krass. In der Nummer 3 haben wir ein winziges Produkt von Rituals drin, aber es ist von Rituals, Ritual of Ayurveda. Das ist ein Nurturing Shower Oil, also quasi ein Duschöl, was quasi noch so ein bisschen nähren soll mit 10 ml. Und das ist doch eine schöne Geschichte, ne? Wenn man sich dann abends duscht oder morgens duscht, dass man da einfach nochmal ein bisschen Wärme mit dabei hat. Cooles Produkt. Süß, klein. Die Nummer 4 ist ein ziemlicher Klassiker von Elizabeth Arden, aber irgendwie doch nicht, weil mit Retinol hatte ich das jetzt so noch nicht. Retinol-Ceramid-Kapseln sind das nämlich, ein Nachtserum. Ja, man sollte Retinol eher nachts nehmen, das stimmt wohl. Und hier haben wir drin 7 Kapseln, das schaut so aus. Und hier haben wir dann das Produkt drin, das ist so ein Röhrchen und da haben wir die einzelnen, Prümpel drin, so in runder Form und dann kann man oben diesen Nupsi abmachen und dann kommt so eine silikonartige Geschichte daraus, die gibt man sich dann auf das Gesicht wie ein Gesichtsserum halt und da hast du hier quasi eine Einwochenkur. Das finde ich toll. Am Tag vor Nikolaus, am 5. Dezember, haben wir von Hey Organic etwas drin und zwar The Clean Beauty Balance Mask. Das soll intensive Pflege geben und den Hautton ausgleichen. Das sind 15 ml drin und das dürfte eine Gesichtsmaske sein. Ne? Das finde ich cool. Hey Organic ist eine sehr bekannte Marke mittlerweile. Dürfte es sogar bei Purish mittlerweile geben, habe ich gesehen. Claudis Welt 15 ist da mein 15% Rabattcode. Falls ihr da ein bisschen sparen wollt, ist ein Affiliate-Rabattcode, habe ich euch einfach mal, weil es gerade passt, eingeblendet. Und eine Maske ist nie weg. Kann man gut gebrauchen.
Holla die Waldfee, zu Nikolaus gibt es ein großes Produkt und zwar von Weleda, ein erfrischendes Feuchtigkeitsspray. Wirkt porenverfeinernd und tonisiert, also ist das ein Sprühtoner, geil. Fettfrei mit Feigen, Kaktus, ich lieb's jetzt schon, ne? 100 Milliliter sind hier drin. Ich mache das öfters mal, dass ich mir Toner umfülle in so Sprüher, damit ich mir den so übers Gesicht sprühen kann und danach dann einklopfe und dann das Serum drüber, Augencreme, Gesichtscreme, alles ist wunderschön, ne? Aber zum Sprühen... Das finde ich jetzt schon wieder cool, ne? Hammer! Mitgedacht, Weleda, vielen Dank. Kühlt, belebt und versorgt müde Haut sofort und bis zu 12 Stunden mit intensiver Feuchtigkeit. Oh! In der Nummer 7 haben wir direkt zwei Produkte. Und das ist die Art und Weise, wie ich es akzeptiere, Parfümproben in Adventskalendern über 30 Euro drin zu haben. Und zwar in Kombination mit einem dazu passenden Produkt zum Beispiel. Ne? Hier haben wir nämlich My Honey von Tony Guard, ein Duschgel mit 50 Millilitern. Das ist dieses hier. Und dazu passend, und das finde ich richtig geil, das Parfum. Und das finde ich wirklich sinnvoll, ne? Ein Eau de Parfum, 2 Milliliter, auch My Honey von Tony Guard. Ja, das ist eine Applikationsform, die ich doof finde, weil das halt mit so einem Stift drin ist und kein Sprüher. Das muss ich wirklich monieren. Aber trotzdem, das finde ich vollkommen akzeptabel bis zu gut. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und das machte sie in erster Linie damit, dass dieser Kleber so dermaßen hardcore an diesem Produkt geklebt hat, dass ich mir sowohl die Tube als auch meinen Finger fast gebrochen habe. Wir haben von Alcina hier was drin, und zwar Kaschmir Gesichtscreme, Luxuspflege für Winterhaut. 15 Milliliter sind hier drin enthalten, kann man dann auf jeden Fall mal ausprobieren. Und 15 Milliliter finde ich auch okay. Jo, ne? Kaschmir, ein bisschen Luxusfeeling mit dabei. Wow, in der Nummer 9 dürfen wir uns mega freuen, und zwar über eine Mascara von Shiseido. Ja moin, ist kein Problem. 4 Milliliter haben wir hier drin, das ist jetzt keine Full Size, aber das erwarte ich in einem 50 Euro oder unter 50 Euro Adventskalender jetzt auch echt nicht. Krass, finde ich cool. Die müsste ich tatsächlich auch mal da, auch noch da haben irgendwo. Controlled Chaos Mascara Ink. Chaos Control, keine Ahnung. Ja, Hammer, finde ich geil, finde ich toll, mag ich leiden. Daumen nach oben. In der Nummer 10 haben wir drei Produkte. Läuft, ne? Finde ich cool. Einmal von Dermarolla die Maske Intensive Hyaluronic Moisturizer. Ich hatte mal irgendwann, ich glaube in einer InStyle-Box war das, auch so ein Gutschein für so einen Dermarolla. Den müsste ich auch noch da haben. Habe ich ein bisschen Angst vor. Aber man kann die Maske auch separat verwenden. Da musst du keinen Dermarolla für vorher verwenden. Das ist, ne, muss man nicht. Finde ich cool. Ich liebe Tuchmasken. Das ist eine Tuchmaske. Dann Tympakur Mask, belebende Gesichtsmaske. Ja, auch das kenne ich nicht. Das finde ich cool. Ne, das ist auch von Dermarolla GmbH. Na guck, interessant. Jo. Und dann auch noch X-Celaris Pro, auch von Dermarolla, 18 Milliliter, auch das eine Tuchmaske, ne? Alles drei Tuchmasken, Hydration, Intense Hydration Mask, intensive Feuchtigkeitsmaske. Ja, richtig geil, ne? Haben wir hier einfach mal drei Feuchtigkeitsmasken drin. Feier ich, ne? Ne? Und gratis dabei ein Gummiband. Das hier ist eine Parfümminiatur, weil es sind 4 Milliliter. Wo macht man da die Grenze? Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie, es gibt eine Grenze. Pure Mask von Narciso Rodriguez for Her, ein Eau de Parfum. 4 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und das ist halt ein schöner Duft. Ne? Ich habe das Originalparfum und das mag ich sehr, sehr gerne. Ist sehr intensiv. Und das hier ist auch ein Sprüher, kommt aber in meinen Parfüm-Miniaturen-Adventskalender zur bald online gehenden 20.000 Abonnenten-Verlosung. Kommt noch, Leute. Ich sammle nur noch ein bisschen, weil ich plane da ja nicht nur ein Parfüm-Miniaturen-Adventskalender zu verlosen, sondern auch noch ein Monolith-Schatten und dies, das Ananas-Adventskalender. Also ich habe da ziemlich viele Sachen, die verlost werden, deswegen muss da noch ein bisschen für gesammelt werden und ja, genau, kriegen wir hin. Ja, am 12. Dezember ist tatsächlich schon Halbzeit und hier haben wir ein Duschgel drin. Wir dürfen also mal wieder duschen gehen. S. Oliver, Follow Your Soul, Folge deiner Seele. Mhm. 75 Milliliter von einem Luxury Shower Gel. Also ich mag das eigentlich ganz gerne, nur wenn das so parfümierte Geschichten sind. Und gerade Richtung Winter mag ich auch gerne etwas schwerere Düfte haben. Also deswegen, ja, mag ich das auch unter der Dusche. Aber das riecht jetzt so nach nichts. Jo, dann folgen wir mal unserer Seele.
In den 13 haben wir schon wieder zwei Produkte drin. Einmal von Biotherm Blue Therapy Red Algae Uplift Day. Das ist eine Tagescreme mit Kollagenpeptid Fraction. Läuft 5 Milliliter. Und ja, das ist jetzt eine kleine Geschichte. Finde ich jetzt aber nicht verkehrt. Ne? Vor allem, weil das einfach mal in Kombination mit dem hier kommt. Lancôme Advanced Genifique. Ein Youth Activating Concentrate mit 7 Millilitern. Das haben wir in so vielen Adventskalendern drin. Das muss man ja wirklich sagen. Ich mache ja so viele Adventskalender hier auf, Leute. Ne? Und da hat man dann ja auch irgendwann so ein bisschen... Man hat den Überblick, ich verliere den ja nicht. Ne? Und dann weiß man ja irgendwann, welche Produkte einfach ständig irgendwo mit bei sind. Entweder ist das ein super beliebtes Produkt und Lancôme möchte nett zu den Kundinnen sein, Kundinnen und das I ist groß geschrieben, oder die werden das Zeug nicht los und wollen das alle durch die Adventskalender durchjagen. Man weiß es nicht, weil das halt auch so sackenteuer ist, ne? Aber cool, ja, ist jetzt hier mit drin, das ist halt auch so eine Pipettenflasche, das mag ich gerne leiden. Und man darf halt auch echt nicht vergessen, dass diese beiden Produkte dann auch immer einen relativ hohen Wert haben, weil die Originalprodukte immer so sackteuer sind. Ja, auch das hier ist ein Produkt, was wir öfters drin haben, aber nicht als Shampoo-Variante, sondern als Leave-In. Das ist von Revlon, das Equave Instant Detangling Micellar Shampoo dieses Mal und nicht der Detangling Conditioner Leave-In-Gedönsen. 50 Milliliter haben wir hier drin. Das finde ich gut. Das kann man dann mal ausprobieren, ne? Weil das kenne ich noch gar nicht. Hier oben haben wir tatsächlich auch keinen Schraubverschluss oder einen Rausdruck irgendwas, sondern wir haben hier so ein kannst du draufdrücken. Du musst nichts abschrauben oder so. Du kannst es direkt so unter der Dusche verwenden. Feiere ich immer hart. Noch ein Produkt von Revlon in der Nummer 15. Auch ein Equave. Das hier ist Instant Detangling Conditioner. Okay, das ist das. For Sun Exposed Hair. Okay, also das geht jetzt für sonnengeschädigtes Haar. 50 Milliliter. Das ist nochmal eine extra Variante. Das finde ich ganz gut für den Sommer. Ne? Wenn ich dann öfters draußen bin im Garten oder so, dann habe ich öfters sonnengeschädigtes Haar. Kann ich gut gebrauchen. Holla die Waldfee. Okay, in der 16 haben wir was von Sensai drin. Und zwar Sensai Ultimate The Concentrate 2 Milliliter. Aber es wird echt seinen Preis haben. Hier steht zwar Not for Sale Sample, bla 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 drauf. Aber Leute, ne? Sensai-Produkte, die gehen ab. Das sage ich euch. Und ich meine, dass wir das hatten, wir das. Ist das flüssig? Wir hatten nämlich mal auch so ein Pulver irgendwo in einem Adventskalender oder so mit drin. Ich muss echt mal herausfinden, was das ist. Das ist bestimmt dann irgendwie ein Konzentrat, ein Serum oder so. Es hat einen Beipackzettel mit dabei, ne? Also es ist teuer. In der Nummer 17 haben wir was von Tautropfen drin. Sehr interessant. Hyaluron, Intensivfeuchtigkeitsgel, anspruchsvolle Haut. Sehr, sehr interessant. Hatten wir das nicht letztens in der Trend Raider Box drin? In der ersten, die ich bekommen habe im Oktober. Ich glaube, das kommt mir bekannt vor. Das ist hier wirklich Glas, hammermäßig. 10 Milliliter sind hier drin. Und das machst du halt irgendwie wie ein Serum. Ne? Kannst du das wohl verwenden. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Cool. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ja, die Nummer 18 kann ich leider nicht verwenden, beziehungsweise mag ich nicht verwenden, weil ich mag nicht so gern Trockenshampoo. Das hier ist nämlich das Vella Eye Me Dry Shampoo. 65 Milliliter ist nicht so meine Welt. Ne? Also sowas verwendet man ja auch ganz gerne, wenn man sich irgendwelche spektakulären Frisuren macht, um da mehr Griffigkeit reinzubringen. Das hier ist meine spektakuläre Frisur. Geilomat, in der Nummer 19 haben wir schon wieder zwei Produkte. Läuft. Einmal von Annemarie Börlind Hyaluron Augenpads mit Sofort-Effekt. Zwei Stück, also quasi eine Anwendung. Finde ich ganz okay, ne? Ich glaube, die habe ich auch schon mal verwendet. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, wie ich die fand. Ich bin einfach ein Fan davon, solche Pöttchen mir zu holen, wo 60 Stück drin sind, also 30 Anwendungen. Und das finde ich halt irgendwie besser, nachhaltiger und so. Aber ja, im Adventskalender drin. Werde ich entweder ausprobieren oder dann selber in einem Adventskalender weitergeben. Und hier haben wir was von Revital Lash drin. Hammermäßig, das ist bestimmt nicht günstig. Das ist ein Eyelash Conditioner und zwar mit 0,75 Millilitern. Das heißt, wir haben hier nicht ein Wimpernserum in dem Sinne drin, sondern ein Pflegeprodukt für die Wimpern an sich. Ein Wimpernserum, da verwende ich ja das Grande Lash, ne, von Grande Cosmetics, gibt es bei Purish, da Claudis Welt 15, 15% Rabatt, gönn dir hart, habe ich eben schon eingeblendet, habe ich jetzt wahrscheinlich nochmal eingeblendet und in der Infobox verlinkt. Auf jeden Fall gibt man sich das auf wie ein Eyeliner, das Wimpernserum, und das wirkt an der Wurzel, damit die Wachstumsphasen der Wimpern, der Haare an sich verlängert werden. Und ein Eyelash Conditioner trägst du dir eigentlich, wenn es das ist, was ich denke, auf wie eine Mascara. Und die pflegt dann die Längen, ne, und pflegt so sehr, dass sie halt die Wimpern daran hindert abzubrechen. Weil je länger ein Haar ist, desto eher kann es natürlich abbrechen. So,
Ne? Das war jetzt der etwas umwegige Unterschied zwischen Conditioner und Serum. Und hier steht auch, dass man das einmal täglich in einer dünnen Linie direkt auf die Wimpern über dem Wimpernkranz auftragen soll. Also quasi wirklich auf die Wimpern, ne? Also du gehst dann nicht an deinem, wo jetzt mein schwarzes Linienvieh ist, ne? Sondern du gehst wirklich über deine Wimpern damit. Also ich persönlich würde sowas, wenn ich sowas oder Rizinusöl halt verwende, ne? Gebe ich mir das auf die kompletten Wimpern drauf. Bin ich ehrlich. So schaut es aber aus. Sagt ein teures Produkt. Habe ich jetzt auch lange genug drüber geredet, nicht wahr? In der Nummer 20 dieses Adventskalenders können wir sehen, wie packe ich einen Nagellack und eine Nagelfeile in einen Adventskalender, ohne dass die Menschen meckern. Man packt sie einfach mal zusammen rein. Ja, das ist eine total tolle Idee, Leute, und mir gefällt es gerade hart. Zum einen haben wir hier nämlich von Catrice den Gold Effect Nail Polish in der Farbe 01 Attracting Pomp. Richtig schöne weihnachtliche Farbe, denn das ist so ein Weinrot oder beeriges Rot und da sind Goldglitzer drauf. Ist das nicht wunderschön? Finde ich genial. Also 1A Farbe. Und dann haben wir hier aus Solingen, ich weiß jetzt nicht, welche Firma das dann sein wird, eine Metallnagelfeile. Klasse. Das passt doch 1A zusammen, Leute. Da beschwert sich doch kein Mensch. Finde ich geil. Ne? In der Nummer 21 haben wir wieder eine Gesichtscreme drin. Okay, es sind ein bisschen viele Gesichtscremes dabei. Ultra Facial Cream von Kiehl's mit 7 ml. Auch das ist wieder so ein Klassiker, den wir öfters in Adventskalendern drin haben. Aber ist eine schöne Geschichte, um das einfach mal ausprobieren zu können. In der 22 haben wir eine Parfümminiatur drin, die mir jetzt auch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen ist. Versace Bright Crystal Eau de Toilette, 5 ml haben wir hier drin enthalten. Das ist ein Mini-Flakon, der hier drin ist, so ein Sammelflakon. Ich glaube, ich habe da jetzt 3 oder 4 Stück sogar schon von. Hammer. Ja, aber hübsch. Kann man nicht anders sagen, ne? Und der Duft hat sich auch sehr interessant und sehr schön angehört. Vielleicht nehme ich mir wirklich dann eins oder einen von den Flakons, den ich ja habe, und fülle den um in so einen Sprüher, um das einfach mal selber testen zu können. Weil dieses Rausschüttvieh ist nichts für mich. Am 23. Dezember, dem Tag vor Heiligabend, dürfen wir noch ein bisschen Haarpflege betreiben. Das Wheel Prodigieuse von NYX ist hier drin mit 10 ml. Das ist ein Trockenöl für Haare, Gesicht und Körper. Und ja, einfach auch ein Produkt, was man öfters in Adventskalendern drin hat. Aber zu Recht, weil es einfach gut ist. Sonst hatten wir in der 24 gerne mal irgendwie eine Face-Palette oder eine geile Lidschattenpalette drin. Dieses Mal hat sich Sleek das Kläppchen gekrallt und 2 Produkte reingepackt. Zum einen haben wir ein Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream mit 6 ml in der Farbe Velvet Slipper 1039. Ja, das ist ein schöner Bärenton, kann man auf jeden Fall an Weihnachten gut tragen. Sieht bestimmt toll aus, aber ich mag keine matten Lippenprodukte. Und wir haben hier von Sleek ein Highlighting Elixier, die Illuminating Drops mit 8 ml, was ich ganz cool finde. Ja, Liquid Highlighter ist ja auch irgendwie voll im Kommen, ne? Poppin' Bottles passt natürlich auch, ne? ja. Also ist schon cool, definitiv, aber ich finde jetzt nicht irgendwie hammermäßig ultra krass geil zur Nummer 24, oder was meint ihr? Mein Fazit zu diesem Adventskalender. Ich bin mehr als überrascht darüber, dass wir in vielen Kläppchen 2 oder sogar 3 Produkte drin hatten, was ich extrem finde. Ich meine, wir reden von einem Adventskalender, wo wir 49,95 für bezahlt haben. Da kriegen wir teilweise bei anderen Anbietern vielleicht ein Telefonkabel-Haargummi mal in einem Kläppchen. So, ne? Wir haben hier keine großartigen Füllprodukte, jedenfalls nicht alleinstehend. Natürlich haben wir hier hauptsächlich Gesichtspflege drin. Was ich natürlich so ein bisschen vermisst habe, ist halt dieses Pudergedönsen. Ein Bronzer, ein Blush, irgendwie sowas, eine Lidschattenpalette. Das wäre cool gewesen, hatten wir die letzten Jahre, sind wir verwöhnt worden, vielleicht ein kleines bisschen. Ne? Aber es sind coole Produkte, coole Marken und ich finde, für 50 Tacken lohnt sich der Adventskalender voll. Und ja, das war's hier von mir und dem Adventskalender. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!